Jo, servus Leute, damit herzlich willkommen zur zweiten Episode des 1-11 Cups. Und zwar sind wir heute wieder am Start mit der zweiten Episode. Wir haben unsere ersten zwei Spieler reingepackt ins Team. Ihr habt abgestimmt in der letzten Episode und ihr werdet gleich sehen, welche Spieler wir verwenden, ne, in der neuen Episode. Und ja, in der letzten Folge sind wir noch nicht ganz so gut reingestartet, haben uns nicht so ganz gute Upgrades erspielt, plus 16 waren es am Ende. Und ja, das muss heute auf jeden Fall besser werden. Also heute will ich auf jeden Fall mindestens mal die 20 Upgrade-Punkte, vielleicht sogar mal Richtung 30. Also ich will heute auf jeden Fall mal richtig was gut machen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Punkte aufzuholen im Vergleich zu den anderen Teilnehmern. Also müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen anstrengen und ich hoffe, wir schaffen es. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Team. So, hier haben wir das Team. Wir haben uns für folgendes Paar entschieden, besser gesagt, ihr habt euch für folgendes Paar entschieden, nämlich zum einen Emre Can, 82er Inform, hat mich 83.000 Coins gekostet, und Koulibaly, sage ich schon, Kouyaté, auch eine richtig geile Karte, 80 verteidigen, 90 Physis, also ein absoluter Schrank in der Verteidigung. Ich denke mal, damit werden wir richtig gut klarkommen. Auch haben die Spieler jetzt zwar noch keine Chemie, drei beide. Aber das wird sich natürlich mit den nächsten Upgrades dann hoffentlich ändern. Wir werden das Team weiter ausbauen und ihr könnt am Ende der Episode natürlich wieder entscheiden, für welche Spieler ich mich entscheiden soll, welches Paar ihr wählen würdet. Also bleibt auf jeden Fall wieder bis zum Ende der Episode dran und stimmt dann ab. Schaut auch bei den anderen Teilnehmern vorbei. Die sind wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut bei denen vorbei. Und schaut euch auch denen ihre Fortschritte an. Wir müssen uns natürlich ein besseres Team im Idealfall als die erspielen, damit wir hier in der K.O.-Runde dann richtig gut vorankommen. Das ein oder andere Spiel dann auch gewinnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins erste Spiel. Let's go! So, unser erster Gegner ist gefunden. 100 Chemie waren auf jeden Fall am Start. Mal schauen, was er für ein Team am Start hat. Alles klar. Holy shit, ein Bronze-Team mit Butland im Tor. Ja, vielleicht können wir jetzt endlich mal ein paar Punkte machen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Ich habe ein Bronze-Team am Start. Da muss doch was gehen mit unserem Silber-Team, mit Emre Can, mit Kouyaté und mit Ronaldo. Let's go! Sieht gut aus, Cristiano. Elten mal mit. Nochmal Elten. Da ist Ronaldo. Jawohl, let's go. Da ist direkt das 1-0. Sehr, sehr nice. Die ersten drei Punkte sind auf unserem Konto und der Gegner geht direkt raus. What the fuck? Oh, es ist ärgerlich. Er bringt uns zwar nochmal 5 Punkte, damit stehen wir nach dem ersten Spiel bei 8 Punkten, aber das ist jetzt nicht die Ausbeute, die wir haben wollen. Ja, nach dem ersten Spiel 8 Punkte. Ja, das hat jetzt nicht wirklich lang gedauert, muss man wirklich sagen. 4 Minuten waren gespielt. Erster Schuss, erstes Tor, Rage Quit. Sehr, sehr ärgerlich. Hätte gern noch das ein oder andere Tor gemacht, aber gut. Gehen wir mal in Spiel 2. Vielleicht können wir dort noch ein paar mehr Punkte holen. So, Gegner ist gefunden, ne? Ich hoffe, er spielt auch. Hat auf jeden Fall 100 Chemie am Start gehabt. Haji Legends hieß sein Team. Mal schauen, ob Haji am Start hat. Wird auf jeden Fall interessant. Das erste Spiel haben wir leider nur 8 Punkte holen können. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt was reißen. Schauen wir mal, was er für ein Team am Start hat. Ja, ein Premier League Team, Gold Team auf jeden Fall am Start mit einer italienischen Defensive. Bin mal gespannt, wie wir uns schlagen. Let's go. Elton auf Cristiano. Läuft durch Cristiano. Let's go. Direktes 1-0. Zweite Minute. Nächsten zwei Punkte. Damit stehen wir jetzt bei 10 Punkten. Ich hoffe, der Gegner bleibt noch ein bisschen drin. Zweite Minute, direktes 1-0. Let's go. So, Ronaldo mit der Chance. Immer noch Ronaldo, Ronaldo, jawohl. 2-0. Und Gegner drückt auf Pause. Wir haben jetzt 13 Punkte. Wenn er rausgeht, haben wir 18. Es wäre ja ähnlich gut wie letzte Woche. Aber ich hoffe, er bleibt drin. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. So ist es auch. Ja. War eine kurze Episode heute, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schade. Ich hätte gerne mehr Punkte geholt. 18 Punkte sind heute nur am Start. Das Tor von Cristiano und
Das Tor von Ronaldo bringen uns 18 Punkte am Ende. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze jetzt verteilen werden. Bin mal gespannt. Ihr werdet gleich die Paare sehen. Und ich hoffe, ihr entscheidet euch für ein gutes Paar. Auf geht's zu den Paarungen. So, kommen wir zur Paarauswahl. 18 Punkte haben wir gesammelt in den beiden Spielen, die ja nur 5 Minuten gingen jeweils. Sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Also da will ich in der nächsten Episode auf jeden Fall deutlich mehr Punkte haben als 18. Immerhin eine Steigerung gegenüber der ersten Episode, wo wir nur 16 Punkte geholt haben. Aber ich will euch jetzt einfach mal die zwei Paare zeigen, wo ich mir überlegt habe, die wir gerne ins Team einbauen könnten. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, den Torwart auszutauschen und den Rechtsverteidiger in dieser Episode. Und habe zum einen ein gleichwertiges Paar ausgewählt. Das ist Paar Nummer 1. Und zwar sind das Begovic 82er und der 81er Bellerin. Damit kommen wir genau auf unsere 18 Upgrade-Punkte. Unser Rechtsverteidiger hat eigentlich 71, bekommt also ein Upgrade von 10. Damit können wir unseren Torwart noch upgraden um 8, also von 74 auf 82. Passt genau mit Begovic. Ist ein recht gutes Paar, sehr ausgeglichen. Begovic, ein starker Torwart aus der Premier League. Kann man, denke ich, nichts sagen. Fürs Part 2 habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar ist da die Differenz sehr, sehr groß zwischen den beiden Spielern. Ich zeige es euch einfach mal. Hier ist es. Und ja, wir haben im Tor den 90er De Gea. Das heißt, wir machen ein Upgrade beim Torwart um 16 Punkte. Also von 74 auf 90. Nehmt den 90er De Gea, den besten Torwart für mich im Spiel. Und ja, dann haben wir natürlich nur noch 2 Punkte übrig für den Rechtsverteidiger und den upgraden wir dann von 71 auf 73. Ist ziemlich riskant, aber Jedlin hat 93 Tempo, ist also ein recht schneller Rechtsverteidiger, macht seine Sache, denke ich, sicherlich auch ordentlich. Und Rechtsverteidiger sind meiner Meinung nach nicht so eine wichtige Position in FIFA. Von daher reicht es, wenn wir da einen schnellen Spieler haben, meiner Meinung nach. Könnt ihr aber entscheiden, also ihr könnt wählen zwischen Part 1, Part 2. Schreibt es mir wie immer unter in die Kommentare. Und dann werden wir schauen, wer es in der nächsten Episode dann geworden ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch diese Episode gefallen hat. Und ja, wie gesagt, schaut gerne bei den anderen vorbei. Schreibt in die Kommentare, welches Paar ihr haben wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.